Heute zeige ich euch, wie ich eine Steckverbindung für den 12 Volt 25 Ampere Ausgang der PowerAUX angefertigt habe, um einen direkten Anschluss an mein Verbrauchernetz zu bekommen. Die PowerAUX ist ja mit einer Vielzahl von Anschlussmöglichkeiten ausgestattet. Wir haben hier die 12 Volt Ausgänge in der 25 Ampere und in der 3 Ampere Ausführung. Des Weiteren gibt es noch die 5 Volt USB Ausgänge und die zwei 230 Volt Ausgänge. Wir beschäftigen uns nun mit dem 12 Volt 25 Ampere Ausgang. Um ihn zu nutzen, benötigen wir einen zweipoligen Luftfahrtstecker. Ich habe einen Stecker des Herstellers Weipu aus der Serie SA20 verwendet. Die Bezugsquelle findet ihr in der Videobeschreibung. Hier seht ihr nun die Demontage und Montage des Steckers, um an die Anschlüsse zu kommen. Der Stecker besteht aus mehreren Teilen, die miteinander verschraubt sind. Die Schraubverbindungen sind durch O-Ringe gegen Eindringen von Feuchtigkeit gesichert. Hier seht ihr die Anschlüsse für die Litzen. Die Demontage und Montage kann ohne Werkzeuge erfolgen. Passt bei der Montage auf den richtigen Sitz der O-Ringe auf. Ihr könnt die Litzen entweder verschrauben oder verlöten. Ich habe mich dazu entschieden, die Anschlüsse zu verlöten. Meine Lötstellen sind nicht die schönsten, aber für diesen Zweck vollkommen ausreichend. Hier seht ihr den fertigen Anschluss, der direkt zur Unterverteilung meiner 12 Volt Anlage führt. Zu der 12 Volt Stromverteilung wird es noch ein separates Video geben.